Also, was ist der Anlass dieses Live-Talks? Ich weiß nicht, ob du mir generell auf Instagram folgst, aber ich habe in der letzten Woche, ich glaube vor 3 oder 4 Tagen, einen Post veröffentlicht, wo ich dazu eingeladen habe, dich als Bürger oder Bürgerin dieses Landes konstruktiv und sehr wach mit dem AfD-Verbot auseinanderzusetzen, also mit einer Initiative, die das AfD-Verbot befürwortet, die dazu aufruft. Und ich habe dazu eingeladen, diese Petition zu unterschreiben. Was danach erfolgt ist, war sehr interessant. Also ich habe ganz, ganz viel Zustimmung bekommen. Ich habe aber auch, lass uns mal sagen, so einen kleinen Shitstorm abbekommen. Genau. Und ich möchte heute gern nochmal auf einige Fragen, die in diesem Zusammenhang gestellt worden sind, eingehen, weil es mir wichtig ist, dass ich hier richtig verstanden werde. Und weil ich all das, was ich weiß, was ich fühle und was ich sehe, jetzt gerade in dieser wirklich heißen Zeit unseres Landes mit in die Waagschale werfen möchte. Ich möchte heute zum Beispiel auf Fragen eingehen, wie warum ich mich erdreiste, als Coach oder als Bewusstseinslehrer mich zu gesellschaftspolitischen Themen zu öffnen, zeigen. Ich möchte heute darüber sprechen, die Frage kam das öfter, wie ich damit umgehe, wenn sich, passiert ja Gott sei Dank extrem selten, auf meiner Plattform auch doch manchmal eine ordentliche Welle an Frust oder vielleicht sogar Hass ansammelt. Ich möchte auch darauf eingehen, auf die Frage, ob ich von der Regierung bezahlt werde. Das können wir ganz schnell machen, das werde ich nicht. Und ich möchte aber vor allen Dingen erklären, warum ich mich für das AfD-Verbot ausspreche. Und zwar nicht, heute möchte ich gern nicht aus einer politischen Sicht sprechen, ehrlich gesagt, davon habe ich relativ wenig Ahnung, sondern ich möchte gern meine Expertise mit ins Feld bringen. Also die, die mich kennen, wissen, ich beschäftige mich hauptsächlich in meinem Beruf mit menschlichem Bewusstsein, unter anderem zum Beispiel auch mit Licht und mit Schattenarbeit vor allen Dingen. Und auch mit der Power von Kommunikation und mit der Power von Co-Kreation, also wie Menschen etwas Wundervolles oder eben manchmal auch etwas sehr Schreckliches miteinander kreieren können. Und aus dieser Sicht würde ich heute gerne 3 Perspektiven teilen. Ich habe eine Bitte, wer auch immer das jetzt gerade hört, für mich persönlich wäre es eine wundervolle Erfahrung, wenn wir schaffen würden, heute friedvoll und respektvoll zu bleiben. Für mich ist es total okay, wenn du meinen Standpunkt nicht teilst. Für mich ist auch total okay, wenn du schreibst, Dave Heid, ich finde deinen Standpunkt doof. Was ich wirklich nicht cool finde und was mich gerade sehr betroffen macht, ist die Eskalation im Ton, in der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen und dass es sehr häufig sofort in einen persönlichen Angriff übergeht. Okay? Vielleicht schaffen wir das heute anders, das würde mich freuen. Ich habe mir extra ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ich heute nichts vergesse. Erstmal ist mir eine Sache ganz wichtig, ihr Lieben. Wenn ich sage, ich, Veit Lindau, spreche mich für ein Verbot der AfD aus, dann heißt das nicht, ich finde die Gedanken, die Zweifel, die Ängste, die Menschen haben, die sich gerade der AfD zuwenden, nichtig oder falsch. Im Gegenteil. Ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass all die Probleme in unserem Land, die jetzt gerade so viele Menschen der AfD zutreiben, real existieren. Und ich bin auch überzeugt davon, dass sie auf eine, vorsichtig ausgedrückt, nicht besonders produktive, nicht besonders transparente und nicht besonders mutmachende Art und Weise angegangen werden. Okay? Das heißt, ich verstehe total, glaube ich zumindest, dem Mensch dahinter. Ja? Wogegen sich meine Kritik richtet, sind nicht die vielen Menschen, die sich gerade der AfD zuwenden, sondern es ist die AfD als Partei und die Vision, die diese Partei für unser Land hat. Die offen kommunizierte Vision und die dahinter verborgene, aber relativ offen heraushörbare Vision. Damit habe ich ein echtes Problem und darüber möchte ich heute gerne sprechen.
Ich würde gerne anfangen mit der Frage, wieso komme ich dazu, bei so einem schönen Instagram-Account, bei dem es so häufig einfach schöne, glücklich machende Fragen und Erkenntnisse gibt und Einsichten und schöne Videos. Wie komme ich dazu, euren Frieden zu stören, indem ich mich plötzlich politisch äußere? Ich persönlich finde, das ist gar nicht politisch, sondern ich finde einfach, es ist menschlich. Wenn ein Mensch realisiert, dass er nicht in einer Blase lebt, sondern dass er in einem System lebt und dass seine Stimme wichtig ist. Du und ich, wir leben in diesem System. Und jede einzelne Stimme zählt. Und wenn wir uns den Lauf der Geschichte anschauen, den kürzeren Verlauf, die letzten 100 Jahre, wir können auch weiter zurückgehen, dann sind immer sehr, sehr große Dummheiten dann entstanden, wenn der Großteil der Menschheit gedacht hat, seine Stimme würde nicht zählen und irgendjemand anderen hinterhergedackelt ist. Jetzt glaube ich, dass unser Land wirklich an einer kritischen Schwelle steht. Und deswegen glaube ich, dass jede Stimme gerade wichtig ist. Und deswegen bitte ich auch dich, selbst wenn du glaubst, dass du neutral bist, ich bitte dich zu verstehen, dass auch du gerade wichtig bist. Dass wir alle voneinander lernen. Sorry, ich war gerade kurz weg. Ich habe mir nämlich bei Social Media ein Zeitlimit gesteckt und habe vergessen, das auszumachen. Sorry, aber ich bin wieder da. Also wir lernen einfach alle voneinander, okay? Deswegen finde ich es wichtig, dass wir das Maul aufmachen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, gerade weil ich auch als Coach tätig bin und weil ich sehr, sehr viele Coaches ausbilde, halte ich es regelrecht für meine Pflicht und für meine Verantwortung, mich einzubringen. Also wir unterrichten unsere Coaches integral und das bedeutet, wir lehren sie eben nicht nur innere Arbeit mit ihren Klienten zu machen, sondern eben auch zu verstehen, dass wir alle in Systemen leben und dass diese Systeme natürlich beeinflussen, wie wir denken und wie wir fühlen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass ich als Coach mich einbringe mit dem, was ich weiß. Okay? Dass das für manchen von euch unbequem ist, weil du vielleicht, wenn du auf meinen Instagram-Account gibst, einfach gern immer eine schöne, ermutigende Nachricht hören möchtest, das verstehe ich. Aber sieh es als mein Zeichen von Respekt dir gegenüber an, dass ich dir das zumute, dich auch immer mal wieder mit so heißen, kontroversen Themen zu konfrontieren. Okay? So, wenn es dir gar nicht passt, du hast ja immer noch die Möglichkeit, mich einfach zu disliken und aus meinem Account rauszugehen. Ich sage auch immer, Leute, wenn euch ein Account nicht gut tut, dann cancelt den. Wirklich, auch wenn es meiner ist. Also ich habe zum Beispiel seitdem ich mich in der letzten Woche geäußert habe, keine Ahnung, 500 oder 600 Follower verloren. Und ich finde das gut, weil ganz offensichtlich waren wir nicht mehr in eine Richtung unterwegs. Und dieser Stress, den braucht dann niemand von uns. So. Aber wenn du merkst, okay, an dem, was der Lenore sagt, das ist vielleicht manchmal anstrengend, aber es ist was dran, dann freue ich mich, wenn du es aushältst und wenn du es wirken lässt und wenn du dich davon berühren lässt, weil wir leben in einer Zeit, wo sich niemand von uns mehr den Luxus erlauben kann, besonders die Spiris unter uns, nicht zu denken, hey, ich habe das so meine kleine heile Welt und der Rest geht mich nichts an. Diese kleine heile Welt wird in den kommenden Jahren zusammenbrechen. Okay? Und das sage ich nicht dystopisch, das sage ich realistisch. Und je eher du erkennst, dass deine kleine heile Welt verbunden ist mit einer viel, viel größeren Welt und dass hier gerade gewaltige geistige Schlachten stattfinden und dass es wichtig ist, dass du dich einbringst, umso besser. Gut. Okay, jetzt meine erste Perspektive, die ich heute gerne mit euch teilen möchte, ist eine ganz menschliche. Also was mir auffällt, wann immer ich mich in eine ganz bestimmte Richtung äußere, nämlich wenn ich zum Beispiel rechts kritisiere, wenn ich die AfD kritisiere, ist nicht bei allen, aber bei einigen ein sehr wütender, zorniger und häufig auch hasserfüllter Tonfall. Und ich möchte dich gern einladen, für dich einfach mal in der stillen Minute zu überprüfen, wie du dich innerlich fühlst, wenn du diese Emotionen fühlst. Also wenn du jemanden hast, dafür zum Beispiel, dass er anders denkt als du. Ja? Oder wenn du einen doofen Politiker hast, der es einfach nicht rafft. Ja?
Oder eben zum Beispiel mich hasst, weil du denkst, ich sollte anders denken, als ich es tue. So, wie fühlt sich das an? Ich denke mal, du wirst mir recht geben. Ja, es fühlt sich vielleicht an der Oberfläche so ein bisschen vital an, aber tatsächlich fühlt es sich unten drunter, es fühlt sich scheiße an, Leute. Es fühlt sich an, als wenn wir uns selbst vergiften. So Hass und Wut, Zorn und auch die da häufig dahinter steckende Ohnmacht oder auch die Angst sind Überlebensemotionen. Und diese Überlebensemotionen führen dazu, dass unsere Energie sinkt. Jetzt spreche ich ein bisschen Esotalk. Okay, unsere Energie sinkt und wir verbrauchen mehr Energie, als wir generieren. So, das macht uns wirklich krank. Okay, so auch deswegen nochmal die herzliche Einladung. Falls du mir noch folgst und dich immer mal wieder über mich aufregst, das ist es einfach nicht wert. Du schwächst dein Immunsystem damit. Du kriegst eine graue Haut, das ist nicht ausgedacht, das ist tatsächlich so, du kriegst eher Falten, du verkürzt deine Lebenszeit, das macht überhaupt keinen Sinn. So. Aber das ist eigentlich spannend, worauf hinaus sind zwei Sachen, Leute. Wenn wir in diesem Überlebensmodus sind, kriegen wir einen Tunnelblick, okay? Also, das ist jetzt nicht von mir, sondern das ist einfach Wissenschaft, neurowissenschaftlicher Konsens. Wir Menschen kriegen eh schon sehr wenig von Realität mit, aber in dem Moment, wenn wir hasserfüllt sind, sehen wir die Welt nicht mehr so, wie sie ist. Das heißt, du kannst schon mal pauschal sagen, wenn du selbst diese Emotionen empfindest, bist du in einer gewissen Art und Weise blind. Okay? So, das heißt, jedes Urteil, das du dann fällst über dich, über die Welt, über andere Menschen, sorry, ist einfach nicht wahr. Okay? So. Auch wenn dir der Hass einredet, das stimmt und so muss es einfach sein. Okay. Aber das noch Spannendere an dieser Emotion ist, wenn wir in dieser Emotion sind, sind wir extrem verführbar. Okay. Und das haben sich kleine böse Führer und Führerinnen im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder zunutze gemacht. So sehr reife, erwachsen, in sich zentrierte Menschen, die kannst du motivieren, indem du ihnen eine schöne, eine strahlende, eine konstruktive Vision anbietest. Aber die große Masse, die verführst du, dir zu folgen, wenn du ihren Hass anstachelst. So. Und ich brauche überhaupt kein Politiker zu sein. Und ich brauche auch keine Parteiprogramme zu lesen. Aber die Parteileute, die am meisten Hass und Zwietracht schürt, ist nun mal die AfD. Und wenn ihr mir nicht glaubt, geht einfach ins Internet, guckt euch ein paar Reden an, etc. Es ist so simpel, Leute, okay? Es ist total simpel. Wenn ich rauskriege, was dich gerade wütend macht, ja, und ich stelle mich an dein linkes Ohr und ich sage dir, du hast völlig recht, dass dich das wütend macht, dann wird der kleine, hasserfüllte Teufel in dir, der wird mich als deinen Freund ansehen und der wird mir gleich viel, viel mehr lauschen. So, das heißt, ich bitte dich, und so, da kannst du Parteien alle beiseite lassen, aber ich bitte dich zu verstehen, dass du, dass wir alle, wenn wir Hass und Wut empfinden, verführbar sind, extrem verführbar sind. Und dass es besonders diejenigen Populisten, die keine echte, konstruktive Vision haben, also keinen uns alle wirklich vereinenden Plan haben, die leben davon. Die leben davon, dass sie rausfinden, was uns gerade wütend macht. Und wenn es sowas Banales ist wie die Gender-Sternchen, okay? So, und du musst jetzt überhaupt nicht dafür oder dagegen sein, aber das ist einfach ein super gutes Beispiel, wie Populisten, und dazu gehört zum Beispiel auch Herr Söder, einfach einen Triggerpoint, den sie beim Volke gefunden haben, nutzen, um den Hass noch ein bisschen mehr zu schüren und sich dann vorne dran zu stellen und zu sagen, komm, ich führe dich an. Und wir Deutschen, wir müssten es besser wissen, Leute. Ja? Wir waren mal ein wirklich stolzes, geistiges Volk. Und wir sind jemandem hinterhergerannt, der einfach in der Lage war, diese Knöpfe in uns brutal zu drücken. Also das ist meine erste Perspektive hier an dieser Stelle. Wenn du irgendjemandem folgst, achte immer auch auf den Vibe. Das heißt, also wenn du gerade selbst ein bisschen unten bist, achte einfach mal drauf, was ist das für ein Vibe? Ist es ein ruhiger, ein aufgeklärter, mitfühlender Vibe oder ist da Zorn drin, ist da Zwietracht drin und so weiter und so weiter. Und
dann finde ich, wird die Sache schon ziemlich offensichtlich. So. Das Zweite, was ich jetzt mit euch teilen möchte, ist, und das klingt jetzt vielleicht erstmal weit hergeholt, ich bitte dich, mir zu folgen, weil es macht total Sinn, glaub mir. Ich möchte gerne mit dir über die Macht von Mythen sprechen oder von Geschichten. Okay? Im Grunde genommen ist ja der Mensch, auch wenn wir uns gerne als die Krone der Schöpfung betrachten, nichts weiter als ein relativ intelligentes und sich selbstbewusstes Tier. Aber wir haben einen sehr, sehr großen Vorteil allen anderen Spezien gegenüber auf diesem Planeten. Wir haben vor ca. 60.000 bis 90.000 Jahren die Fähigkeit entwickelt, uns selbst und anderen Geschichten zu erzählen. Also im Grunde genommen besteht dein gesamtes Leben aus Geschichten, die du dir von morgens an bis abends erzählst. Okay, dein gesamtes Leben ist das Ergebnis der Geschichte, die du dir in deinem Geist erzählst. Okay, so. So, das macht uns als Menschen extrem powerful, weil wir waren dadurch in der Lage, uns in eine gemeinsame Geschichte zu verbinden. Zum Beispiel könnte eine gemeinsame Geschichte unsere Religion sein, okay? Weil wir alle an denselben Gott glauben, können wir uns plötzlich miteinander als ein Kollektiv fühlen und wir können den anderen auf den Latz hauen, die an einen anderen Gott glauben, okay? Oder eine andere sehr, sehr machtvolle Geschichte, die wir alle leben jeden Tag, ist Geld. Wir haben einen ganz bestimmten Konsens davon, was Geld ist. Also eigentlich bedeutet Geld gar nichts, aber wir haben uns eine Geschichte darüber erzählt. Okay? So. Aber warum ist das an der Stelle so wichtig? Weil wir gerade eine Zeit erleben, wo wir, glaube ich, alle spüren, dass die Geschichten von gestern nicht mehr ausreichen. Okay? Also spätestens seit Corona ist diese relativ bequeme, gemütliche Geschichte, die wir aus Deutschland davor hatten, Klassenbester und keine Ahnung, relativ sicher und so weiter, die ist einfach massiv erschüttert. Okay? So, uns fehlt eine gemeinsame Geschichte, um unsere Kräfte wirklich miteinander in einem positiven Sinne zu vereinen. Es gibt ein Vakuum, ja? Und ich werde mich heute hüten, über Herrn Scholz herzuziehen. Aber eine Sache muss ich einfach sagen. Er ist der schlechteste, der mit Abstand schlechteste, arroganteste, langweiligste Geschichtenerzähler an der Spitze eines Volkes, den ich je erlebt habe. Also was das betrifft, katastrophales Versagen. Und ich halte ihn auch nicht für besonders integer. So, das heißt, wir haben ein Geschichtenvakuum. Okay? Kannst du mir folgen? So, jetzt ist es so, kraftvolle, in sich zentrierte Menschen können sagen, okay, das Land geht gerade durch eine massive Erschütterung, aber ich habe in mir die Power, eine solide, positive Geschichte aufrechtzuerhalten, Verbündete dazu zu suchen und mit denen gemeinsam dafür zu sorgen, dass sich diese Geschichte hoffentlich durchsetzt. Okay? Viele Menschen sind aber gerade massiv erschüttert, haben ganz, ganz viel Angst, haben keine Lösung, haben sehr, sehr viel Frust, sehr, sehr viele offene Fragen und sie suchen unbewusst nach einem guten Geschichtenerzähler. Ja. Und das muss man einfach ohne Neid bekennen von allen Parteien, die gerade da draußen unterwegs sind. Das kann die AfD am besten. So, die AfD spielt zum Beispiel Social Media wesentlich besser aus als der Rest. So. Das heißt, es ist völlig verständlich, dass viele Menschen jetzt gerade in ihrer Not, in ihrer Orientierungslosigkeit sehen, da ist jemand, der sehr souverän, unglaublich selbstbewusst eine Geschichte erzählt. Und in dieser Geschichte kommen auch Sachen drin vor, die wirklich wahr sind. Das heißt, da werden zum Beispiel Notstände angesprochen, die real existieren. Also, ich rede zum Beispiel überhaupt nicht gut, das kann ich ja auch gar nicht, dass wir ein Problem damit haben, die vielen Menschen, die in unser Land wollen, auf eine wirklich konstruktive, sinnvolle, friedvolle Art und Weise zu integrieren. Das funktioniert katastrophal. Okay? So. Warum erzähle ich dir das? Weil ich dich bitte, nicht mir zu glauben, sondern wenn du deine Power, und im Grunde genommen ist schon, also deine Aufmerksamkeit eine enorme Power, wenn du deine Power einem anderen Menschen oder in einem System oder einer Partei schenkst, dir die Mühe zu machen, sehr, sehr aufmerksam zu schauen, welche Geschichte, wir können auch sagen, welches Narrativ
will diese Partei für uns alle durchsetzen? Und ist das wirklich das, was du willst? So, ist es wirklich das, was du willst? Ja. So, und ich gehe jetzt gar nicht weiter drauf ein. Und auch das Argument ist ja manchmal gekommen in den Antworten auf meinen Post nach dem Motto, hey, ja, man kann den Mainstream-Medien nicht vertrauen. Ihr müsst denen gar nicht vertrauen. Ihr müsst einfach nur den führenden Kräften der AfD zuhören. Hört ihm einfach zu und dann werdet ihr hören, welche Geschichte sie erzählen. Oder beschäftigt euch, wenn ihr wollt, das braucht ein bisschen mehr Zeit, aber es ist sehr, sehr spannend, mit geistigen Quellen ihrer führenden Kräfte. Also zum Beispiel, hinter Bernd Höcke steht Götz Kubitschek. Ja? Und es ist total spannend, sich einfach mal ein Buch von demjenigen zu schauen, durchzulesen und euch dann zu fragen, ist das die Geschichte, die du mit deiner Schöpferkraft unterstützen möchtest? So. Wenn du dann nach sorgfältiger Recherche sagst, ja, immer noch, so, dann ist es so. Dann kann ich nur sagen, dann haben wir definitiv andere Werte, weil die Geschichte, an der ich gern mitwirken möchte, hat was mit Respekt für alle zu tun. Sie hat was mit einem Miteinander für alle zu tun. In der Geschichte, in der ich mitwirken möchte, lernen Menschen Verschiedenartigkeit nicht zu bekämpfen, sondern zu feiern. In der Geschichte, die ich gern mitgestalten möchte, geht es nicht darum, sich rückwärts zu entwickeln, sondern es geht darum, die kulturellen Schätze des einen Landes auf eine richtig kraftvolle Art und Weise mit den kulturellen Weisheiten, die andere Menschen in unser Land mit einbringen, zu verbringen und so etwas Neues zu formen. Definitiv ist in meiner Geschichte kein Platz für Hass und für Zwietracht. Punkt. Ja. Denn es geht eben nicht nur darum, dass du dir den Inhalt einer Geschichte anhörst, denn wir können alle irgendwas Nettes dahin säuseln, sondern es geht auch um den Ton dahinter. Okay? So, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben gerade ein Vakuum an guten kollektiven Geschichten. Die Menschheit ist massiv erschüttert. In dieses Vakuum der Unsicherheit gehen vor allen Dingen sehr erfolgreich immer Schreihälse rein, ja, die aus irgendeinem Grund heraus unerschütterliches Selbstvertrauen mitbringen und etwas propagieren, was erstmal eine relativ einfache Lösung verspricht, was aber auch häufig damit hat, in der Geschichte gibt es meist auch ein klares Feindbild da draußen. Okay, so, jetzt gibt es da Möglichkeiten, du springst da auf oder du verstehst, dass wir tatsächlich in dieser erschütterten Phase leben und dass es jetzt gerade sehr, sehr viele Menschen, sehr wache Menschen braucht. Oh mein Gott, die meisten, die hier auf meinem Kanal unterwegs sind, ihr habt so viele Bücher über diese Themen gelesen, ihr habt Seminare dazu besucht, jetzt ist die Zeit, den Shit anzuwenden, okay? Jetzt ist die Zeit, in der wir viele Menschen brauchen, die sich weder von einer an vielen Stellen zerstrittenen, uneffektiven, nicht Geschichten erzählenden Regierung, aber eben auch nicht von irgendwelchen Schreihälsen irritieren lassen, sondern sagen, ich erzähle meine eigene Geschichte. Und ich suche mir Verbündete für diese Geschichte. So, im Grunde genommen ist das auch für mich ein Anliegen, rauszugehen. Ich suche Verbündete, Leute. Ich suche Menschen, die sagen, ich lasse mir nicht mein Herz vergiften. Und ich stecke jetzt nicht meinen Kopf in den Sand. Sondern jetzt gerade, wenn es gerade ein bisschen dunkler ist, ist es Zeit, ein Licht anzuzünden. Ein Licht anzuzünden, bei dem sich auch Menschen in unserem Land, die aus anderen Ländern kommen, sicher fühlen, näher ranzutreten ans Feuer und ihre Geschichte zu erzählen. Und vielleicht werden wir feststellen, dass darin eine enorme Bereicherung liegt. Gut. Dritte Perspektive. Ich freue mich übrigens, dass so viele in der Leitung bleiben. Ich dachte, ich schrecke euch alle ab. Dritte Perspektive. Ich möchte gerne mit euch über Chaos sprechen und das geht aber, das, ihr werdet gleich merken, das macht total Sinn. Also, ganz kurz. Alle lebendigen Systeme gehen immer wieder durch Phasen von Ordnung, also in denen es relativ stabil ist, und dann Phasen von Chaos, okay? Warum kommen wir immer wieder ins Chaos? Weil wir, man könnte salopp sagen, in den Phasen, in denen wir halbwegs sicher sind und alles in Ordnung ist, geistig faul werden, uns nicht mehr dehnen, nicht mehr wachsen, uns nicht mehr weiterentwickeln. Und wenn dann die nächste Stresswelle kommt,
wir manchmal nicht in der Lage sind, die zu verarbeiten. Okay? Also stell dir ein System vor und ich erkläre es an zwei Beispielen, eine Beziehung und ein Land, ja? Die beide halbwegs gut funktionieren. Also Deutschland hat, es gab immer Gründe zu meckern, aber bis vor Corona hat Deutschland halbwegs gut funktioniert und auch diese Liebesbeziehung hat halbwegs gut funktioniert. Okay? So. Und jetzt passieren Sachen. Okay? So, stell dir zum Beispiel vor, in der Liebesbeziehung passiert es, dass sich einer von beiden extrem stark verändert, neue Interessen entwickelt und der andere hat mega Stress damit und die Beziehung kommt an ihre Grenzen. Im Falle unseres Landes, das ist das, was wir alle erlebt haben, Corona-Zeiten, plötzlich Chaos, Kontrollverlust und wir haben gemerkt, das System, in dem wir leben, ist nicht besonders gut, damit umzugehen. Also wir sind sowohl strukturell, aber auch als Individuum, also jeder Einzelne, nicht besonders gut darin, mit einem mega gestressten System umzugehen. Jetzt kommt das System an seine Belastungsgrenze, okay? Das heißt, es kann, versuchen wir mal zu folgen, okay? Es kann mit dem, was es jetzt gerade weiß und wie es die Welt versteht, die anstehenden Herausforderungen nicht mehr lösen, okay? So, das ist das, was wir seit Corona massiv erfahren haben. Wir können mit dem, was wir wissen, wie wir die Welt sehen, die anstehenden Herausforderungen nicht mehr lösen. Jetzt haben, glaube ich, sehr viele von uns gehofft, wenn Corona da mal vorbei ist, dann geht es so weiter wieder vor. Denkst du, wir haben neue Krisen dazu bekommen. Neue Kriege, Umwelt wird schlimmer, jetzt diese Spannung in unserem Land und so weiter. Okay? Das heißt, das ist ein Hinweis darauf, dass wir die Lektion noch nicht wirklich gelernt haben. Das System ist immer noch im Chaos. Okay? Und Achtung, jetzt kommt's. Das ist mein Punkt, den ich heute machen möchte. In diesem Moment, und den fühlen die meisten von uns, okay, die meisten von uns fühlen diese Spannung, ja, auch dieses Gefühl von, oh, ich kriege das nicht mehr bewältigt, ich verstehe das alles nicht mehr, das ist alles viel zu komplex. In diesem Moment hat das System jetzt zwei Möglichkeiten. Die Chaosforschung spricht von Bifurkation. Die eine Möglichkeit ist, es entwickelt sich zurück. Das heißt, es entwickelt sich in eine niedere Ordnung. Im Fall unseres Paares würde das zum Beispiel bedeuten, weil die ihren Stress nicht gehandelt kriegen und nicht miteinander wachsen, sie gehen auseinander. Das ist im Grunde genommen eine Rückentwicklung. Im Falle eines Gesellschaftssystems sind das genau die lauten Schreier, die jetzt kommen, die das Chaos riechen, die die Angst und die Unsicherheit bei den vielen Menschen riechen und die sagen, wir haben eine sehr einfache Lösung. Wir entwickeln uns wieder zurück. Und zurück bedeutet zum Beispiel ganz plakativ, Ausländer alle raus und wir sind wieder die reinen Deutschen. Okay? Wir besinnen uns wieder auf unsere Kultur. Wir schotten uns nach außen wieder ab. So, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wir halten miteinander die Spannung aus. Wir sagen Ja zu den Spannungen. Wir bejahen diesen geistigen und emotionalen und seelischen Dehnungsdruck, unter dem wir alle stehen. Und wir entwickeln uns nach oben. Wir entwickeln uns weiter. Okay? So, und das ist die Frage, an der wir gerade heute stehen. Und was wir als Gesellschaft gewohnt sind, ist, dass die, die das Land führen, die Antwort auf diese Frage haben. Ja? Also ich behaupte jetzt einfach mal, wenn wir jetzt gerade jemanden an der Spitze unseres Landes hätten, der auf eine sehr gute, kraftvolle, charismatische und integre Art und Weise einen sehr kraftvollen, vereinenden Mythos davon erzählen könnte, wohin wir uns entwickeln würden, könnten, dann wäre es möglich, die Kräfte aller miteinander zu vereinen und tatsächlich diesen, ich nenne es jetzt einfach mal kühnen, gesellschaftlichen Quantensprung zu schaffen. Gibt's aber gerade nicht. Okay? Nochmal, weil mir ja manchmal witzigerweise unterstellt wird, ich werde von der Regierung bezahlt. Also erstens, ich habe einen Schweinerespekt für jeden,
der jetzt gerade in so einer schwierigen Zeit versuchen muss, ein Land durch diesen Sturm zu bringen. So, ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich das verkacken würde. So. Gleichzeitig sehe ich, und das bedauere ich, sehe gerade nicht wirklich das Bild. Ich sehe gerade nicht wirklich den Leuchtturm. So, das heißt, ich verstehe, dass sehr viele Menschen zweifeln, dass sehr viele Menschen dieser in sich total zerstrittenen Regierung nicht zutrauen, dass sie uns auf das nächste Level führt. Ich verstehe total, dass jemand, der ein bisschen Menschenkenntnis hat, Herrn Lindner nicht abnimmt, dass er viel Empathie mit Menschen empfindet, die sehr viel weniger Geld haben als ich, als er. Versteht ihr? So, nochmal, mir geht es gerade gar nicht darum, einzelne Politiker oder Politikerin zu kritisieren. Mir geht es einfach nur darum, darzustellen, wir haben gerade wieder auch an dieser Stelle ein Vakuum, okay? Und in dieses Vakuum springen jetzt wieder Menschen rein, die sagen, wir haben die Lösung. Und die Lösung liegt daran, Schotten dicht, wir entwickeln das ganze Ding wieder zurück. Kann man machen. Warum ich ein Problem damit habe, ist, weil ich glaube, dass auf lange Sicht Entwicklung nach vorn nicht aufzuhalten ist. So egal, wie oft wir als Gesellschaft regredieren, irgendwann wird der Punkt kommen, da werden wir die Lektionen lernen müssen und wir werden sie annehmen müssen. Und alles, was ich sehe, ist, dass wir uns kollektiv in eine Richtung entwickeln müssen, die vereint, die Grenzen Nationen transzendiert. Ich finde es wunderbar, wenn Menschen deutschen Kulturschatz ehren und pflegen wollen. Aber ich halte es für total oldschool, voller Angst darauf achten zu wollen, dass sich dieser Bewusstseinsstrom nicht mit anderen Bewusstseinsströmen verbindet und dadurch bereichert wird. Wie ich ja schon mal im Post gesagt habe, ich habe wundervolle, inspirierende Vorbilder, die, ich hasse dieses Wort, die deutschstämmig sind, um es hier mal zu brauchen. Und ich habe sehr viele großartige, inspirierende Vorbilder in diesem Land, die mir enorm viel Mut machen und die ursprünglich nicht aus Deutschland stammen. Und ich einfach nur sagen kann, ich bin sowas von dankbar, dass ihr gewählt habt, falls ihr gerade zuhört, hier zu uns zu kommen und dieses Land, unsere Kultur zu bereichern. Mit eurem Kulturschatz, aber auch mit euren Charakteren, mit eurer Leidenschaft, mit eurem starken Lebenswillen und. Ich glaube, dass Entwicklung in Richtung Mitgefühl geht, inkludieren geht. Ich glaube, dass es darum geht, dass die Menschheit erwacht aus der Ethnozentrik, also die sich immer darum kreist, zu einem ganz bestimmten Stamm zu gehören und dass wir mindestens realisieren, dass wir eine Menschheit sind. Und deswegen bringe ich mich hier ins Spiel. Das ist das, was ich mit einbringen kann. Und ich möchte nicht in einem Land leben, was diese Zwietracht sieht. Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem Menschen muslimischer Herkunft unter Generalverdacht stehen. Und ich möchte nochmal betonen, ich ignoriere damit nicht die Probleme, die wir haben. Ich ignoriere nicht, dass ich sehe, dass es auch eine Menge Leute gibt, die darüber geschwappt sind, die erstmal richtig doll lost sind. Aber Leute, die gibt es auch wirklich bei uns. Ich möchte in einem Land leben, indem wir vor allen Dingen erstmal Respekt für uns alle propagieren. Ich möchte in einem Land leben, in dem wir nach vorne denken, weil wir wissen, dass es letzten Endes immer darum geht, Brücken zu bauen, weil es sich die Menschheit überhaupt nicht mehr leisten kann, sich abzuschotten. Und deswegen bringe ich mich ein. Und zuletzt noch zu der praktischen Frage, die mir häufig gestellt worden ist, bringt überhaupt ein AfD-Verbot was? Also zwei Sachen dazu. Mal angenommen, es würde funktionieren. Natürlich ist das Gedankengut dahinter nicht weg, aber das ist gar nicht der Punkt daran.
Also es ist wichtig zu verstehen, ist, dass eine Partei, besonders dann, wenn sie diesen Status hat, eine mächtige Struktur hat und natürlich ihr Gedankengut wesentlich effektiver verbreiten kann. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es nicht cool, dass meine Steuergelder, die ich sehr, sehr gern für Kindergärten, für Krankenhäuser, für Bildung eingesetzt weiß, dass meine Steuergelder tatsächlich auch der Finanzierung der AfD dienen. So. Also das heißt ganz praktisch, würde ein AfD-Verbot tatsächlich dazu beitragen, dass es schwieriger wird, dieses Gedankengut in die Welt zu bringen. Und angenommen, es klappt nicht, und die Wahrscheinlichkeiten sind relativ groß, weil es in unserer Demokratie viele, viele Hürden dafür gibt. Ich glaube, wir leben in einer extrem kritischen Zeit, in der es extrem wichtig ist, dass wir Fixpunkte schaffen, gemeinsame Aussagen schaffen, also die einen Mythos stärken und einen anderen Mythos schwächen. Das heißt, so eine Petition ist auch eine Möglichkeit, erstmal dich damit auseinanderzusetzen, was du willst, aber auch den anderen zu zeigen, hey, ich bin da und ich denke genauso wie ihr. Und es ist auch eine Möglichkeit, Menschen einer anderen Kultur, Menschen einer anderen Religion, die sich jetzt gerade in unserem Land wirklich unsicher fühlen, auch da habe ich viele Beispiele in meinem Umfeld, ein kraftvolles Zeichen dafür zu setzen, hey, guck mal, hier gibt es eine Menge Menschen, die aus der Geschichte etwas gelernt haben. So, zusammengefasst, für all diejenigen, die mir folgen können und die das vielleicht ähnlich sehen oder die es berührt hat, was kannst du tun? So. Als allererstes, ganz, ganz wichtig, ich möchte dich von Herzen einladen, widerstehe dem Hass. Und für mich, kleine Schwester von Hass ist Sarkasmus, widerstehe auch dem Sarkasmus. Ich habe das lange Zeit gemacht und ich habe aber verstanden, Sarkasmus, also kreiert immer wieder Feindbilder, provoziert immer wieder, widersteht ihm einfach, lass dich darauf einfach nicht ein. Jetzt kommt ein ganz kitschiges Wort, bleib in der Liebe. So, wenn dich zum Beispiel bestimmte Kommentare im Internet betroffen machen, achte auf deine Gesundheit, auf deine mentale Gesundheit und zieh dir das minimal rein. Also ich finde es wichtig, einen Eindruck zu gewinnen. Aber wenn du merkst, okay, jetzt kippt es in dir und es frustriert dich total, es macht dir Angst, geh einfach raus. Achte darauf, mit wem du dich auf eine Diskussion einlässt. Ja? So in der Systemtheorie sprechen wir von offenen, von geschlossenen und blockierten Systemen. Also wenn ein System offen ist, dann können wir sprechen, dann können wir in Austausch gehen. Dann streiten wir uns vielleicht, aber wir können uns gegenseitig berühren. Aber wenn ein System geschlossen oder vielleicht sogar blockiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass dein Versuch, eine Brücke zu bauen, auf eine starke Gegenwehr stößt. Und dann ist es an der Stelle vergebene Liebesmühe. Und da spar lieber deine Kraft und halte dich da wirklich raus. Achte auch darauf, dass wir alle dazu tendieren, die negativen Beispiele 6 bis 7 Mal stärker zu bewerten als die positiven. So konzentriere dich mehr darauf, was an Positiven in unserer Gesellschaft passiert. Und da ist eine Menge unterwegs. Und das solltest du unterstützen. Diesen Leuten solltest du eine Reichweite geben. Also zum Beispiel, es gibt eine wunderbare Organisation, German Dream. Könnt ihr einfach mal nachschauen auf Instagram. Folgt denen, unterstützt die. Ja, also arbeitet, bringt einfach, fördert einfach die Mythen und die Geschichten, die ihr für wertvoll haltet. Und vor allen Dingen, nimm dich richtig wichtig. Also jetzt nicht in einem aufgeblasenen Sinne, sondern in einem ganz natürlichen Sinne. Du bist wichtig. Okay, du bist extrem wichtig. So, du kannst an dem Teppich der nächsten Geschichte mitweben. Du entscheidest mit darüber, wie wir in 10 oder wie wir in 20 Jahren auf diese Zeit schauen. Und es fängt damit an, mit der Frage, welche Posts likest du und welche Posts ignorierst du am besten? Aber auch, wo bringst du dich ein? Wo hast du den Mut, das Maul aufzumachen? Selbst wenn du den Abfuhr abholst, zu der Frage,
Wie gehst du mit Hass um, der dir entgegengebracht wird? Ich nehme ihn nicht persönlich. So, der Hass richtet sich nicht gegen mich. Das geht gar nicht, weil die Menschen kennen mich ja gar nicht wirklich. Versteht ihr? Sondern ich übe mich darin, und ich sage nicht, dass es mir immer gelingt, ich übe mich darin, einfach hinter jedem wütenden Wesen die Angst, die Ohnmacht, die offenen Fragen, die Bedürfnisse zu sehen und da noch dahinter die Unschuld und die Liebe. Und das ist ein Akt von Souveränität. Und wenn du willst, probier es einfach mal aus. Und ich weiß, das klingt mega kitschig, aber es ist ein Akt von Souveränität, alle Menschen zu lieben. Und lieben bedeutet nicht, dass du sie mögen musst, aber lieben bedeutet, so großzügig zu sein, zu sagen, ich finde deinen Standpunkt voll kacke, aber ich wünsche dir aus ganzem Herzen, dass du auf deinem verschlungenen Pfad durch dieses Universum echten Frieden findest. Und dann sendest du einfach noch Portion Licht. Und dann bist du wieder in der Selbstwirksamkeit und bist nicht mehr so hoffnungslos. Nächster Schritt, findet Verbündete. Und zwar achtet darauf, nicht Verbündete gegen irgendjemand anderen. Verbündete für einen guten Mythos. Okay, ich danke euch, dass ihr so lange zugehört habt. Ich habe nicht gedacht, dass es so lange geht. Zum Abschluss möchte ich gern eine Sache ist mir noch wichtig mit euch teilen. Und zwar, weil ich darauf immer wieder angesprochen werde von den Spiris. Ne? Und das sage ich ganz liebevoll, weil irgendwie bin ich ja, ob ich will oder nicht will, auch ein Spiel. Da gibt es eine Konfusion, nämlich die Idee, nur weil du spirituell unterwegs bist oder weil du vielleicht mal in der Meditation non-duale Einheit gekostet hast, hast du dich jetzt gefälligst rauszuhalten. Nee. Schau, wirkliche Spiritualität bringt dich dazu, dass du Mitgefühl empfindest. Und zwar nicht nur mit dir und auch nicht nur mit denen, die genauso denken wie du, sondern mit allen leidenden Wesen. So, wirkliche Spiritualität bringt dich dazu, dich zu fragen, an welchen Stellen kann ich helfen? Und natürlich ist es wunderbar, wenn die Hilfe primär daran besteht, etwas zu fördern. Aber Hilfe kann und muss manchmal auch daran bestehen, dass du Position beziehst und an manchen Stellen einfach Stopp sagst. Wenn du ein Kind hast, was du über alles liebst, dann wirst du ja auch nicht, wenn dein Kind mit dem Kopf gegen die Wand rennt, einfach sagen, oh Schatz, ich liebe dich so, mach einfach weiter. Sondern du wirst liebevoll Stopp sagen. Und zu wirklich aufgeklärter, integraler Spiritualität gehört auch zu verstehen, dass du ein multidimensionales Wesen bist und dass du eben nicht nur in diesem offenen, weiten, grenzenlosen Raum existierst, sondern du existierst auch als ein Mensch in Systemen, die sich entwickeln. Und du bist eingeladen, das, was du erkannt hast auf deinen spirituellen Streifzügen, zu übersetzen in diese Welt und mitzubringen. Und du kannst sehr wohl auf einer tiefen Ebene den Wesenskern aller Menschen lieben. Und gleichzeitig auf einer anderen oberflächlichen Ebene manche Leute zum Kotzen finden. Und zu manchen Standpunkten oder Verhaltensweisen einfach sagen, nee, stopp, mache ich einfach nicht mit. So, versucht es nicht gegeneinander auszuspielen, das gehört zusammen. Für mich persönlich, wenn ihr mich fragt, ist das etwas, was reife Spiris wirklich mit einbringen könnten an dieser Stelle? Weil ganz häufig ist es so, dass ich aus meiner begrenzten Sicht politische Aktivisten eben gerade in dieser dualen Denke verrennen. Ich, der, wir sind gegeneinander. Und das ist niemals die Lösung, weil hinter der Kulisse sind wir alle eins. So, wenn du wirklich wach, Spiri bist, dann sieh und fühle, dass hinter der Kulisse alles eins ist. Und beziehe in dem Spiel Position, aber eben nicht auf eine Art und Weise, die gegen jemanden gerichtet ist, sondern die immer aus dem Mitgefühl herauskommt. Ja. Ihr Lieben, ich bin gespannt, was es darauf für eine Reaktion gibt. Wisst ihr, was der Vorteil ist? Wenn ich meine Brille nicht aufhabe,
dann kann ich die Kommentare unten nicht lesen. Das heißt, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ganz, ganz viele friedvolle, herzliche, respektvolle Kommentare dabei waren. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Wenn es für euch wertvoll war, würde ich mich total freuen, wenn ihr es teilt. Du bist wichtig. Und widersteh dem Hass und der Zwietracht und wähl immer wieder und immer tiefer die Liebe. Ich danke euch.